Hallo, ihr Urbexer Lost Place Jäger und Abenteurer. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Irgendwo im Nirgendwo, mittendrin in Eisenach, steht diese Villa hier. Ich wünsche euch nun viel Spaß bei diesem Video. Ich glaube, wir gehen zuerst in den Keller. Jo. Allerdings ist hier nicht mehr viel zu sehen. Okay, brauche ich auch kein Licht. Und ja, oh, böses Loch in der Wand hier. Zieht sich bis hoch, da ist die ganze Mauer zwischen den Trägern weggerissen, rausgedonnert. Keine Ahnung. Oh, das sieht wüst aus. Nun denn, ich wäre kein Lost Place Jäger, wenn ich nicht da, wenn ich es einmal reingeguckt hätte. Oh ja, das sind nur einzelne Kellerräume hier. Alles nur einzelne Kellerräume. Also, ich bin echt mal gespannt, was es hier zu sehen gibt. Klopf, klopf. Oh je. Oh je, Leute. Das ist so unrentabel. Oh je. Ah, leck. Ganz ehrlich, das war wohl hier die Küche, aber hier traue ich mich nicht weiter rein. Das sieht ja so baufällig aus. Vor allen Dingen hier die Decke, was ich eben schon gezeigt habe. Und hier die Treppe. Nee, also keinesfalls gehe ich hier hoch. Und guck mal hier, wie die Treppe regelrecht auf 7:30 hängt. So faul und modrig wie das Ding ist. Hier haben sie irgendwann mal Fenster zugemauert. Und das hier ist Toilette. Mehr gibt es hier leider nicht zu sehen. Es ist schade. Ich glaube, oben ist noch eine ganze Menge zu entdecken, aber wie gesagt, hier gehe ich keinesfalls nach oben. Also, da haben wir noch einen schönen alten Bollerofen und das war's. So. Marode hier. Ja, da ist auch nicht mehr viel, ne? Das Zimmerchen hier. Die alten Tapeten noch, der Wand. Okay. So, das soll es gewesen sein. Ja, das war es noch nicht ganz, denn das ist die Lücke in der Mauer, die ich eben von außen gefilmt habe. Also ich würd mal sagen, ein sehr zugiges Zimmer, vor allen Dingen im Winter. Jo, und das bleibt nicht mehr lange so stehen, denn wenn das so mein ungeübtes Architektenauge sieht, dauert es nicht mehr lange und dieser Vorbau bricht irgendwann mal in sich zusammen. So krumm und schief wie das Teil ist. So,
Also. Ja, schade. Nicht jeder Lost Place kann was Interessantes sein. Ich habe mich auch eben absolut unwohl gefühlt in dem Gebäude. Und dann sollte man wirklich auf dem schnellsten Wege abbrechen. Tja, für nichts und wieder nichts habe ich mich jetzt hier, ich weiß nicht, 4 Kilometer durch den Dschungel geastet. Bergauf, bergab. Für dieses ruinöse Gebäude. Ja, Freunde, auch wenn es sehr kurz ausgefallen ist, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, schreibt mir irgendwas unten in die Kommentare rein. Mir egal. Egal was, irgendwas Ruinöses. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Ich wünsche euch noch viel Spaß und Ahoi und gute Laune.